Wir sind heute zu zweit. Ich habe mal den Marcel mitgebracht. Und wir wollen als unser erstes gemeinsames Videothema etwas ansprechen, was wir zusammen schon seit über 100 Tagen jeden Tag machen. Und zwar. Also Best of the Day oder das Beste des Tages. Und zwar ja, sind wir da drauf gekommen durch einen Podcast, den wir auch schon seit längerer Zeit hören, den ich dir ja empfohlen habe, weiterempfohlen habe. Und zwar ist das Hotel Matze. Und da ist das mal halt aufgekommen. Und dann haben wir, glaube ich, relativ zeitgleich uns überlegt, ja, da haben wir auch Bock drauf. Ja, voll, genau. Also wir haben quasi beim nächsten Treffen nach einem dieser Podcasts, die kommen immer so wöchentlich raus, da haben wir wieder über diesen Podcast gesprochen und haben dann beide gleichzeitig festgestellt, dass wir jetzt auch endlich mal anfangen wollen, das Best of the Day zu machen und täglich uns zu überlegen, was das Beste an unserem Tag war. Und dafür haben wir dann eine WhatsApp-Gruppe erstellt, ne? Wo wir beide zusammen drin sind. Und Genau. das dann da separat eintragen, damit es nicht ständig in unserem WhatsApp-Chat irgendwie dazwischen gemogelt ist und so. Genau, und da tragen wir uns einfach täglich ein, was so das Beste des Tages war bei uns, damit der andere es eben auch sehen kann. Und vielleicht nochmal vorweg eben, wie wir uns das heute hier vorgestellt haben. Nicole, die ist nicht so ganz informiert über alle Fragen und alle Sachen, die ich mir so im Vorfeld überlegt habe. Ja, also es wird auch kein Interview, aber. Ja, Nicole, die soll mal ruhig ein bisschen ins Straucheln kommen und sich spontan ein paar Gedanken dazu machen. Okay, ich bin gespannt. Genau, und ich würde einfach mal damit starten, so mit der Frage, was ist so die Idee dahinter? Also was ist für dich die Idee dahinter? Warum machen wir das? Ich fand es interessant, das Beste des Tages täglich aufzuschreiben, weil ich am Tag so oft positive und negative Sachen erlebe, dass ich abends eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, war der Tag jetzt super oder schlecht oder doch nicht so. Also irgendwie ist immer das, was man zuletzt erlebt hat, das bestimmt so das Gefühl, was man von dem Tag hat. Und wenn der Abend irgendwie total stressig und anstrengend war oder man müde war, dann kann man sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, dass man morgens was richtig, richtig Cooles erlebt hat. Und das war bei mir so die Motivation, einfach mal zu schauen, hey, was sind gerade die coolsten Dinge, die ich erlebt habe, um mir das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, ganz bewusst. Und ja, genau, vielleicht auch an Tagen, die schlecht waren, einfach mal zu gucken. Gab es denn wirklich nichts, was gut war? Und wir haben jetzt mittlerweile festgestellt, auch so Tage bei dir zum Beispiel wie gestern, wo man eigentlich, oder vorgestern war es, wo man eigentlich denkt, so, ja, war eigentlich nichts Cooles, da hast du trotzdem was gefunden, was richtig gut war. So, Genau, wir hatten ja. das schon zweimal, glaube ich, so oder vielleicht auch ein paar Mal öfters, Ich habe öfter. wo man denkt, so, okay, ich schreibe doch heute rein, ey, war alles scheiße. Schlechtestes of the day. Da ist heute nichts zu holen. Naja, dann will man das aber natürlich trotzdem nicht machen und besinnt sich dann einfach nochmal so auf den Tag. Und das, finde ich, ist eben auch die Idee so für mich dahinter, so ich abends einfach nochmal zu reflektieren, okay, was war heute Morgen, was war heute Nachmittag, um dann festzustellen, okay, eigentlich hat jeder Tag was Positives, auch wenn es oftmals nur so ein, ja, so ein Alltagstrott ist. Trotzdem gibt es meistens ein, zwei Sachen, wo man sagt, okay, das war doch richtig geil heute. Und dann ist man abends eben auch irgendwie zufriedener, man stellt den Fokus da nochmal um, man nimmt den Tag nochmal ganz anders wahr. Also das ist für mich das Gute daran, muss ich Ja, sagen. das sehe ich echt auch so. Also dann nochmal abends festzustellen, so, hey, cool, genau das war heute Morgen oder heute Mittag ist das und das passiert. Und sich dann nochmal so in die Situation nochmal reinzufühlen, weil das musst du halt, wenn du es aufschreiben willst und der andere davon vorher nicht weiß, dann musst du es irgendwie so erzählen, dass der andere sich da auch noch mit reinfühlen kann und dann feststellen kann, so, oh, okay, deswegen war das cool und nicht einfach nur irgendwie irgendein Stichwort dahinschreiben oder so, weil wir machen das halt auch füreinander und nicht nur für uns selber. Also wir wollen halt auch, dass es für den anderen verständlich ist. Genau, und ja, das ist cool. Genau, was ist denn so deiner Meinung nach etwas, was ich da sehr oft reinschreibe? Also was ist oft bei mir das Beste des Tages? Dass du irgendwelche coolen Tiere siehst. Irgendwelche Eichhörnchen, die du beobachten kannst. Ganz oft große Vögel und Greifvögel und Störche und so, die findest du immer cool, wenn du die aus der Nähe sehen kannst.
Ja, und dass du was mit deinen Freunden gemacht hast. Das steht da auch immer ganz oft drin. Ja, und bei mir? Also bei dir ist sehr oft irgendwas mit der Giftbox, ja, also dass du irgendwelche Schätze wieder ergattert hast oder die einfach aufgeräumt hast, dich darum gekümmert hast, so, das ist da sehr oft, das scheint irgendwie was zu sein, wo du dich sehr, sehr gerne und intensiv mit beschäftigst und was dir Ja. einfach einen positiven Effekt bringt. Voll. Ich habe immer voll richtig Bock, so das Endergebnis dann zu sehen, wenn ich da hinkomme. Und die Giftbox ist mega unordentlich. Und ich weiß so, okay, genau deswegen bin ich hier, weil ich das wieder ordentlich machen will, weil ich will, dass das Projekt erhalten bleibt und nicht abgebaut wird, weil es einfach ständig unordentlich ist. Und dann investiere ich da eine halbe Stunde und mache das alles richtig cool und habe dabei halt voll Spaß und so. Ja, das ist, ja, doch, da hast du recht. Das schreibe ich echt ziemlich oft da rein. Genau, und Sonst noch? sonst oft was mit uns, ne? Wie wir zum gemeinsam den Tag gestartet sind, zum Ja. Beispiel, morgens zusammen aufgewacht sind. Ja. Solche Sachen sind da halt auch noch sehr oft zu lesen. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Aber das schreibst du auch. Du findest Nee. unsere Beziehung nicht doof. Nicht notiere, ja? Nicht notiere, auch manchmal ein bisschen Nicole. Ja, was würdest du sagen bisher? Was ist heute das Beste des Tages? Wir haben es jetzt gerade wahrscheinlich irgendwie 12 Uhr oder Ja, sowas. irgendwie sowas halb eins, denke ich. Ich würde sagen, zusammen frühstücken mit dir auf dem Balkon. Das fand ich gut bei mir. Und was ich auch noch gut fand, ich war heute Morgen schon voll viel unterwegs, es ist heute Feiertag und bin nach Hause gefahren, um das Kamerastativ zu holen, weil ich wusste, wir wollen heute drehen. Und war dann zwischendurch noch bei den Giftboxen, war noch auf dem Sperrmüll, habe da Sachen mitgenommen und die dann in die Giftbox auf dem Rückweg gestellt und war noch Containern und so. Also einfach dieses morgendliche Aktivsein. Ja, und deins. Und das Video jetzt hier drehen, auf jeden Fall auch. Bei mir war es halt, als du zurückgekommen bist von deinem Ausflug heute Morgen und wir uns dann nochmal gemeinsam ins Bett gekuschelt haben und da noch eine halbe Ja. Stunde irgendwie einfach rumgelegen haben. Das war auch mega schön. Das ist nämlich auch das Coole, wenn der andere, wenn wir den Tag zusammen verbracht haben und der andere irgendwas anführt, wo man selbst so denkt, ja, natürlich, das war auch voll cool, warum habe ich da nicht dran gedacht? Das ist auch mega Das schön, stimmt, ja. ja, weil man natürlich oftmals auch was vergisst, wo Ja. das nicht mehr so präsent hat und der andere bringt einen dann nochmal. Ja, einfach in den Moment quasi oder beziehungsweise in die Erinnerung rein. Genau, voll. Ja, noch eine letzte Sache vielleicht. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, ja, das ist noch ein ganz netter Nebeneffekt von dieser Sache, die wir machen? Ich habe das Gefühl, dass du da gerade auf irgendwas abzielst, über das du mit mir noch nicht gesprochen hast. Was ist ein cooler Nebeneffekt davon? Also, oh ja, was auf jeden Fall ein cooler Nebeneffekt ist, ist, dass ich dir quasi die coolen Sachen, die ich erlebt habe, einfach alle präsentieren kann. Weil oftmals ist das so, also wir wohnen nicht zusammen und sehen uns vielleicht so zweimal die Woche oder so. Und dann hat man natürlich Dinge zu besprechen, aber dann bespricht man halt nicht jeden Tag. Und einfach das Coole mit, was bei mir an dem Tag passiert ist, mit dir dann so instant zu teilen am Abend, was du sonst vielleicht gar nicht erfahren würdest, weil ich es irgendwie dann wieder vergessen würde oder so. Genau, also ich habe das Gefühl, das verbindet uns sehr. Ja, ist krass, dass du das sagst, so, weil also, wir haben das ja vorher eben nicht einstudiert. So, du bist ja relativ unvorbereitet. Ich habe mir ja vorher ein paar Gedanken dazu gemacht. Auf Also du, dieses Video jetzt genau, hier. auf das Video. Total, ich bin Ja, voll unvorbereitet. genau. Also ja, voll. Und ich habe mir natürlich ein bisschen mehr Gedanken gemacht, weil, ne, erste Mal und so, muss man ja auch ein bisschen glänzen. Auf jeden Fall habe ich mir das natürlich auch, habe ich mir das wirklich auch notiert, dass ich das toll finde oder gut finde, dass man eben was von dem anderen erfährt, ohne dass man eigentlich direkt mit dem kommuniziert. Ja, also wenn du mir Cool. abends schreibst, so was du gemacht hast, dann habe ich einfach total viel von dir mitbekommen, von dem Tag, sehr, ja, die Essenz deines Tages quasi, die guten Sachen einfach. Und ja, das ist dann auch oftmals Gesprächsthema beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, weil man es dann natürlich nochmal ein bisschen genauer ausführen kann. Ja, genau, dann haben wir oftmals auch so Aufhänger, ne? Zum Beispiel, wenn wir irgendwas dann noch nicht besprochen haben, dann, keine Ahnung, fragen wir nach einer coolen Situation, die wir dann da in dem Best of the Day bei dem anderen gesehen haben und lassen uns das nochmal genauer erzählen. Was ich tatsächlich auch sehr, sehr schätze, ist, dass man viel achtsamer durch den Tag geht. Und zwar mit dem Gedanken im Hinterkopf,
Okay, ist das jetzt hier vielleicht schon das Beste des Tages? Oder wenn man eine Situation erlebt, die einfach gut war, dann weiß man, okay, das war auf jeden Fall das Beste des Tages. Ja, das Und das wird stimmt. abends da reingeschrieben. Ja, man hat also wirklich, wie wir das, glaube ich, am Anfang auch schon gesagt haben, den Fokus so umgestellt und geht so durch den Tag und scannt so nach guten, coolen Ereignissen, die einfach so sagt, ja, das war richtig geil heute. Jo, Haben wir's, Baby. ich glaube schon. Wie cool. Wollen wir den Zuschauern noch irgendwas mitteilen? Klar, abonniert Nicole. Auf jeden Fall. Und er wird dann wahrscheinlich hoffentlich öfter mal dabei sein, wenn es ihm Spaß gemacht hat, wo ich ihn gleich mal intensiv zu interviewen werde, wie es für ihn war. Ja, cool. Danke, Baby. Ja, bitte, bitte. Okidoki. Leute, Tschüss. tschüss. Ich muss jetzt erstmal durchatmen, glaube ich, wenn ich die Kamera ausmache, weil ich mega aufgeregt Mehr als bin. ich, ja? Ein paar Geräusche zum Abschied machen. Wup, wup. Ich glaube, ich muss dann nach hinten, weil ich sonst sehr breit bin, im Warum? Gegensatz zu dir. Wenn du Weil, nach. wenn ich näher an der Kamera sitze. Ach so, ja, dann bist du breiter als ich, das stimmt. Genau, Ja. sonst Ja, bist breit. du so ganz gut. Sonst auch. Stimmt, du bist ja auch mal so. Dass wir abends eben einfach was eintragen, was eben das Beste des Tages war, was wir glauben, was das Beste des Tages war. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ist ja egal. Ist nicht so schlimm. Genau.